Die Essen Motor Show 2016 ist mehr als nur eine Tuning-Messe. Sie hat sich zum PS-Festival gewandelt. Neben sportlichen und getunten Serienfahrzeugen sind es vor allem die Exoten, die hier begeisterte Blicke auf sich ziehen. Zum Beispiel dieser Chevrolet Monte Carlo aus dem Jahr 1974. Er hört auf den klangvollen Namen Spirit Runner. Sein Besitzer Brandon Gonzalez hat Lack, Motor und Hydraulik getunt. Der Pickup des Neuseeländers Gordon Tronson dürfte mit seinen 4000 PS zu den kraftvollsten Autos der Messe gehören. Der Clou: die vier Motoren befinden sich auf der Ladefläche. Ich lebe in Las Vegas, Nevada. Das Auto ist angemeldet. Ich habe es angemeldet, als es noch ein ganz normaler Truck war. Danach habe ich es modifiziert und verändert. Es gibt keine Vorschriften, was man danach damit machen darf. Solange es die wichtigsten Dinge wie Bremsen, Lichter und Hupe hat, kann man alles fahren. Das ist unser Glück. In den meisten Teilen Europas wäre das wohl nicht erlaubt. Und es kommt noch dicker. Oklahoma Willy heißt dieser VW-Pickup des Briten Perry Watkins aus dem Jahr 1958. Auf dem Rücken hat er einen Rolls-Royce Viper 535 Jet-Motor mit 5000 PS. Theoretisch könnte das Auto 430 km/h schnell fahren. Aus Sicherheitsgründen darf es auf der Messe aber noch nicht einmal gestartet werden. In Japan ist Breitbau an teuren Supersportwagen schon seit über 20 Jahren verbreitet. So langsam kommen auch wir Europäer auf den Geschmack. Tuning-Ikone Wataru Kato trifft seine Fans und zeigt seinen mit Anbauteilen bestückten Ferrari 485. Der Wagen hat einen V8-Motor, 570 PS und einen Wert von ca. 300.000 Euro. Und auch das ist ein neuer Trend, aufgemotzte Elektrofahrzeuge. Hier geht es weniger um zusätzliche Leistung als vielmehr um anspruchsvolles Tunen der Optik. Dieser Tesla hat ein komplettes Bodykit und eine Motorhaube aus Vollcarbon sowie ein Luftfahrwerk. Es sind wohl die Mischungen aus neu und verrückt und alt und verrückt, die der Essen Motor Show ihr besonderes Flair verleihen. Das wohl älteste Auto der Ausstellung stammt aus dem Jahr 1929 und ist ein Citroën-Lieferwagen. Man könnte sagen, dass es sich hierbei um einen der ersten Hybriden handelt, denn zusätzlich zum Verbrennungsmotor wurde ein Holzofen nachgerüstet. Der Wagen ist tatsächlich noch fahrbereit. Das teuerste Auto der Messe ist dieser Maserati 250F mit einem Versicherungswert von 5 Millionen Euro. Mit diesem vielleicht schönsten Rennwagen aller Zeiten startete Stirling Moss seine Formel-1-Karriere.